Hallo liebe Brettchenfreunde und Miniaturenbemaler. Ich hatte ja schon lange Bock, diesen Comic-Stil auszuprobieren. Habe ich gemacht, hat wunderbar funktioniert. Der ist nämlich wirklich einfach und hat auch noch viele andere Vorteile, andere Sachen, die man hier ausprobieren kann. Welche das genau sind und wie das funktioniert, zeige ich euch hoffentlich jetzt. Das Ganze hat angefangen, indem ich die Miniatur grundiert habe. Ich habe hier mit Schwarz grundiert und dann Weiß oben drüber, zenitales Highlighten. Kennt der eine andere von euch sicherlich schon. Hier darf es gerne ein bisschen mehr Weiß sein als beim normalen Miniaturen bemalen, weil wir wollen, dass die Farben wirklich poppen. Und na, ich fange auch dieses Projekt damit an, erstmal Basston drauf zu bringen. Hier kann das ruhig eine etwas deckendere Farbe sein, dass wir vielleicht nur mit ein, maximal mit zwei Schichten hinkommen. Eigentlich will ich nur eine Schicht machen, damit das Ganze schnell geht. Deswegen sollte die halbwegs gut decken. Da, wo das weiß ist, wird es natürlich ein bisschen heller und da, wo es schwarz oder das dunkelgrau durchguckt, wird die Farbe ein bisschen dunkler. Dann haben wir gleich schon einen leichten 3D-Effekt. Wir haben schon gleich ein bisschen Licht und Schatten in diesem ganzen Projekt. Und das Erste, was man hier definitiv festhalten kann, ist, man muss sich nicht allzu viel Mühe geben. So sieht das dann nämlich schon aus, wenn die Basefarben drauf sind, einfach drauf geklatscht. Mir war das nachher zu viel lila, deswegen habe ich hier an den Armen ein bisschen, bin ich ins Bläuliche reingegangen, bei den Knien ein bisschen ins Lila. Und man kann da versuchen, auch gerne mit Übergängen zu arbeiten. Oder gewisse Bereiche ein bisschen zu highlighten. Hier kann man sehr viel ausprobieren und das ist für mich einer der großen Pluspunkte bei diesen Techniken. Es verzeiht ganz viel. Und das werdet ihr nachher sehen. Man kann viel ausprobieren und wenn es nicht so gut aussieht, wird es nachher trotzdem geil aussehen. Glaubt mir einfach. So, apropos ausprobieren. Non-Metallic Metal. War ich ja überhaupt noch nicht drin. War nicht so meins. Ich habe erstmal angefangen, dunkelgrau grundieren. Und auch hier, das kann man wunderbar ausprobieren. Man nimmt einfach dann ein bisschen helleres Grau, Mittelgrau. Das dunkelt noch ab, weil wir ja ein dunkles Grau drunter haben. Und fängt einfach an, überall, wo man diese Lichteffekte, da schaut man sich vielleicht das ein oder andere Beispiel nochmal an. Wie haben andere das so gemalt? Versucht man einfach drauf zu machen. Man versucht es einfach. Das ist, was wir wirklich hier machen können. Versuchen, versuchen, versuchen und gucken, was uns gut gefällt, was ist uns gut gelungen, was kann man nächstes Mal besser machen. Und man fängt einfach mal an, macht eine größere Fläche etwas heller und man arbeitet uns gleich stückweise heran, das immer, ich würde sagen, immer heller zu machen. Und auch, was ihr hier seht, auf der einen Seite mache ich jetzt oben hell, auf der anderen Seite mache ich unten hell. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Ansonsten kann man auch von außen nach innen arbeiten. Gerade bei den runden Geschichten, wie ihr es auch hier seht, dass man so den ganz äußeren Bereich ein bisschen länger macht, das ist ganz gut. Und bei den Ketten, naja, ich werde nach innen hin immer heller. Ich dachte mir, das passt schon. Natürlich könnte man jetzt überlegen, von welcher Seite kommt wo das Licht, wie reflektiert was. Ist mir ehrlich gesagt alles zu viel. Ich wollte es einfach ausprobieren und werde mal gucken, wie es nachher aussieht. Ähnlich übrigens beim Goldbereich, das was jetzt alles braun ist außen drum. Da fängt man erstmal mit so einem gelb-braunen Ton an und arbeitet sich dann immer weiter nach oben. Hier seht ihr schon, ich bin bei dem nächsten Graubereich angekommen, eine ganze Ecke heller. Einfach ein bisschen Weiß immer dazu mischen. So weit, bis man nachher übrigens wirklich bis zum Weiß kommt. Und das Wichtige ist, dass der Bereich auch immer kleiner wird. Man muss also immer ein bisschen von dem, was man vorher gemalt hat, sehen. Und je mehr Stufen man macht, desto geiler wird das nachher natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe hier. Ich muss mal eben kurz durchzählen. Dunkelgrau, dann also ganz dunkles Grau, dann etwas helleres Grau, dann jetzt schon das normale Grau. Dann kommt noch ein Hellgrau und Highlighten mit Weiß. Das heißt, fünf Schichten habe ich hier gemacht. Vier bis fünf Schichten sollten es auch ein Minimum sein, damit der Effekt wirklich funktioniert. So, da sind wir auch schon gleich beim nächsten Grauton und ihr seht schon,
Es wird immer heller und die Bereiche werden immer kleiner, die ich male. Und dann sieht man auch schon langsam, wie der Effekt nachher herauskommt. Auch hier muss ich sagen, das muss nicht perfekt sein. Für diesen Comic-Look muss nichts perfekt sein. Das ist ja das Coole daran, weil wenn ihr euch einen Comic vorstellt, da sind auch nicht alles saubere Striche. Da sind auch die Bereiche, man hat da keinen super fließenden Übergang, sondern nee, die machen das auch mit 3, 4, 5 Grautönen, wenn das mit Bleistift gezeichnet ist. Und das reicht aus. Und genauso ist es hier. Neben den Non-Metallic Metal kann man halt auch ein paar andere Sachen hier wunderbar ausprobieren. Man kann Wet Blending ausprobieren. Falls ihr übrigens irgendwelche Begriffe nicht kennt, schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann kann ich euch das eben erklären. Vielleicht mache ich dann auch ein Video dazu. Man kann auf jeden Fall Wet Blending probieren, man kann mit Highlights arbeiten, man kann dunkel nach hell in verschiedenen Bereichen ausprobieren. Man probiert relativ viel hier aus. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und nachher verzeiht es alles, werdet ihr sehen. Ich bin jetzt übrigens, glaube ich, schon bei einem fast weiß angekommen. Wie ihr seht, mache ich damit die Ränder nochmal. Da macht man einfach einen größeren Strich nochmal, weil das ist dann diese helle Lichtreflexion an der Kante. Und das sieht eigentlich dann schon immer ganz cool aus. Und dann mache ich die einzelnen Punkte, also selbst von den Lichtreflekten, das war ein ganz helles Grau, nehme ich nochmal ein Weiß und versuche wirklich nur an ganz gezielten Punkten nochmal ein Highlight zu setzen, wirklich mit ganz wenig Farbakzenten. Die Farbe auch nicht zu dick, das muss immer so ein kleines bisschen durchschimmern. Und ja, und so sieht das dann ganz aus. Da habe ich auch schon übrigens das mit dem Gold gemacht. Ist okay, würde ich sagen. Weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ist das akzeptabel? Das Non-Metallic Metal, kann man damit leben? Ich denke schon. Bei einer richtigen Miniatur wäre es vielleicht zu wenig. Da wären die Übergänge ein bisschen zu plump, aber beim Comic-Look sieht das Ganze ganz cool aus. Und jetzt beginnt praktisch die Zauberei. Dafür nehmen wir ein Ink. Das ist eine Tinte, die ist sehr hoch pigmentiert und sehr flüssig. Da habe ich hier das Necro Black, also schwarz. Und da unten sehen wir die Zeichen. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal googeln, was die bedeuten. Aber in der Konstellation heißt es absolut deckend. Und ihr seht, das Zeug ist flüssig wie Wasser, hat aber eine enorme Pigmentdichte, eine enorme Deckkraft und genau das ist, was wir hier brauchen, wenn wir das Blacklining gleich anfangen. Ich empfehle einen sehr dünnen Pinsel, auch ein bisschen längeren Pinsel, falls vorhanden, auf jeden Fall sollte er schon dünn sein. Nicht zu viel Farbe am Anfang drauf, gerade bei den ersten Strichen. Und jetzt beginnt man einfach, alle Kanten erstmal abzuziehen. Überall, wo ihr eine Vertiefung seht, macht ihr einen schwarzen Strich rein. Und keine Angst, also bei mir sieht das jetzt gerade ein bisschen sehr unbeholfen aus, sage ich mal. Aber das sieht nachher cool aus. Also gerade Striche, die nicht gut geworden sind, sehen nachher oft gut aus. Man kann so eine kleine Verzierung machen, wenn man irgendwo aus Versehen dran gekommen ist, kann man natürlich schnell versuchen wegzunehmen, aber oder man macht einfach ein, zwei Striche dazu und dann ist das gewollt. Und auch die restlichen Kanten, also nicht nur die Vertiefungen, auch andere Kanten, mache ich einfach einen schwarzen Strich dran. Ihr seht das hier, ich gehe nicht mit der Spitze drauf, sondern ich habe Farbe am kompletten Pinsel und benutze die Fläche an der Seite. Na gut, passiert, aber auch das sieht nachher gut aus. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das hat mir bei dieser Technik einfach so viel Spaß gemacht, dass man einfach malen, malen, malen konnte und sämtliche Fehler werden einem hier verziehen. Also es ist kein Problem, die sehen nachher wirklich gut aus. Ihr werdet Striche sehen, die sehen gut aus. Und was man ebenfalls machen kann, ist komplette Bereiche schwarz malen. Also ich mache hier unterm Arm, wo ein kompletter Schatten sein soll, den mache ich komplett schwarz, versuche dann den Rand ein bisschen auszufransen, damit das nicht so ein harter Cut ist
Das ist nachher natürlich auch ein bisschen Arbeit, je nach Miniaturen. Aber diese Miniaturen hier von Super Fantasy Brawl sind natürlich wie gemacht dafür. Zum einen hat das Spiel sowieso schon mal einen Comic-Look. Zum anderen sind die groß, haben klare Kanten, klare Details. Es ist nicht zu kleinteilig, dass man wirklich auch die ganzen Linien schwarz malen kann. Hier habe ich zum Beispiel bewusst nur innen drin ein bisschen heller gemacht, draußen so ein bisschen gelb gelassen. Ich mache da einen schwarzen Strich drauf und manchmal schimmert da noch so ein bisschen dieser dunkle Braun neben dem Schwarz durch. Auch das finde ich jetzt ein ganz cooler Effekt, den man mal ausprobieren kann. Oh ja, seht ihr, da ist wieder so ein Strich, der jetzt im Nachhinein gefällt dem eigentlich ganz gut. Auch hier wieder nähern, ganz langsam nähern, immer ein Stück näher und dann, naja, wie mit Zauberei kommt auf einmal dieser schwarze Strich dran. Da oben habe ich wieder aus Versehen übermalt. Kein Problem. Auch hier unten wieder so ein paar Striche so aus Versehen dran gemalt und dann noch mal so ein, zwei mit Absicht. Hier unten haben wir auch noch so eine kleine Vertiefung. Das Knie ist mir irgendwie zu viel Fläche, da will ich noch irgendwas drauf malen. Ich mache so einen Kreis oder irgendwas, versuche ich mal. Ach herrje. Aber vielleicht noch. Oh nein, anders. Oh Mann. Ah, total verhauen. Auch das passiert, muss man jetzt mit leben, ist halt so. Ihr seht, das nimmt langsam Form an. Am Anfang wirkt das echt ein bisschen seltsam, gerade wenn man die ersten Striche macht, ob das wirklich gut ist. Aber dieser Comic-Look, dieses Blacklining, entfaltet seine ganze Kraft. Also meiner Meinung nach das Coole ist halt wirklich, wenn die Miniatur fertig ist. Dann sieht das wirklich gut aus. Hier mache ich wieder die schwarzen Striche drauf. Ihr seht, da guckt noch so ein kleines bisschen diese Weißreflexion durch. Das ist dieser Effekt, den ich ganz cool finde, dass ich das erst oben alles weiß gemacht habe, diese Lichtreflexion, und dann kommt da so ein bisschen schwarz rüber und an manchen Stellen blitzt das halt so ein bisschen durch. Wer dann im Detail dahin guckt, wird es sehen und das macht einfach nochmal so einen kleinen Unterschied. Da seht ihr auch nochmal so ein paar Striche drauf gemalt. Einfach so ein bisschen ausleben. Ich meine, wer von euch früher Comics gezeichnet hat, habe ich auch gemacht, dann da muss man einfach mal auch so sein Gefühl vertrauen, einfach loszeichnen. Gerade Umhänge und so sind schwer, da seht ihr aber auch die Vertiefung, da muss überall irgendwie Schatten rein, den kann man, am besten fangt ihr mit wenig an, mit kleinen Strichen. Wenn euch das zu wenig ist, macht ihr ein bisschen mehr. Seht ihr selber, was für ein Gefühl ihr habt, mögt ihr lieber glatte, gerade Striche, so wie ich es da jetzt unten habe. Ich nicht, deswegen werde ich die jetzt hier alle nochmal so ein bisschen ausfransen, würde ich mal fast sagen. So ganz leichte kleine Striche überall machen und dann... Und übrigens so ein Rautezeichen, ne? Hashtag cool. Kommt immer gut auf Comic-Look, finde ich. Weiß ich auch nicht warum. Gefällt mir. Ja, da fransen sie es jetzt aus. Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen natürlicher, würde ich fast sagen, aus. Irgendwie gefällt mir der Look besser. Ja, und da kommt natürlich nichts hin, da kommt kein Licht hin. Deswegen habe ich mich einfach nochmal entschieden, das komplett mit Schwarz zu bemalen. Ist nicht ganz einfach, in der Kamera festzuhalten, weil Schwarz natürlich sowieso schon nicht einfach zu filmen ist. Und wenn man da alles schwarz macht, aber ihr könnt euch das vorstellen, probiert das auch einfach mal aus, gewisse Bereiche komplett schwarz zu machen, wo Schatten sein soll. Ich sage euch, sieht cool aus. Ja,
Ja, jetzt kommen hier die letzten Striche. Ich würde sagen, ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Gucken wir uns gleich auch nochmal das Endergebnis an. Bin gespannt darauf, wie es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gefällt euch überhaupt diese Paint-Videos, wie ich die hier erkläre, wie ich das mache, wie ich das zusammenschneide? Ich hoffe es auf jeden Fall, denn so sieht das Ganze jetzt ja nun mal aus. Und da ich auch noch ein paar andere Miniaturen von dem Spiel in diesem Stil bemalt habe, will ich euch gerne auch die zeigen, damit ihr mal seht, wie das bei anderen Miniaturen rüberkommt. Gerade hier, wenn man den Rücken sich anguckt, das sieht natürlich schon richtig geil aus, auch richtig perfekt designt dafür, diese Miniatur mit diesen geraden Strichen, mit den geraden Formen. Schon geil. Also mir gefällt es, ist mal ein bisschen was anderes. Und dann sind wir jetzt auch schon beim Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr das ausprobiert, wenn ihr es nachmacht, lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Wie hat das bei euch funktioniert? Habe ich euch geholfen? Und ihr findet da auch meinen Instagram-Account. Taggt mich mal einfach auf eurem Bild oder schickt mir das per E-Mail durch. Ich freue mich wirklich, eure Ergebnisse zu sehen. Ich bin gespannt, wie gut es bei euch funktioniert hat. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Malen. Bis zum nächsten Mal. Euer Löw.